Ja, es war eigentlich gar nicht so einfach, jemanden zu finden, der die Pläne eigentlich umsetzen konnte, weil einfach diesen geraden Baustil, wir haben, kann man nachher noch sehen, die Jalousien, die da verschwinden und so, und auch das, dass die Fenster eben irdig rausgehen, das Ganze umzusetzen war gar nicht so einfach und das hat eigentlich mit Otthaus ganz gut funktioniert. Ja, also ich habe selber auch mal in der Holzhausbranche gearbeitet und ich weiß, wie so Häuser schnell abgefertigt werden oder so und wie der Architekt denn teilweise, das ist denen nicht so wichtig. Mir waren eben ein paar Details im Haus sehr wichtig. Und es war auch von der Statik her ziemlich schwierig und also der Statiker hat ein bisschen die Augen verdreht, was ich da wollte. Dass die Decken alle durchgehen und die Fußböden durchgehen, ist schon nicht einfach gewesen. Und ja, das haben wir eigentlich mit Berthold dann ganz gut umgesetzt, zusammen mit dem Architekt und mit dem Statiker. War super, wir haben uns gleich gut aufgehoben gefühlt. War gut. Also, wenn man durch das Haus, wenn man das Haus von außen anschaut, sieht man eigentlich nicht viel Fenster. Also natürlich hier die große Fensterfront, das ist klar, aber so in den ganzen anderen Zimmern sieht man eigentlich von außen, denkt man, oh, das Haus hat gar nicht viel Fenster, aber sie sind genau so platziert, wie man sie eigentlich innen drin braucht. Also es ist schon ziemlich raffiniert irgendwo und das hat aber wiederum damit zu tun, dass die Statik vom Haus, weil du kannst die Fenster nicht so länglich machen, du brauchst irgendwo wieder senkrechte Pfosten. Und das ist eigentlich ein bisschen schwierig gewesen und ein bisschen tricky an der Sache. Und das hat eigentlich so dann zum Schluss doch gut funktioniert. Also wir haben eigentlich relativ schnell gebaut. Also durch das, dass wir das Haus abgerissen haben, ich habe auch sehr viel selber am Haus gemacht natürlich. Aber das hat eigentlich recht gut funktioniert. Wir haben im Februar abgerissen und sind im Dezember wieder eingezogen. Also das hat eigentlich, muss ich sagen, wirklich tadellos. Ja, ist alles einwandfrei. Na, wir haben eigentlich die ersten Zahlungen und so, das war eigentlich, ja, man hat halt verschiedene Zahlungen gehabt, Bauabschnitt nach Bauabschnitt, so, das hat eigentlich alles gut funktioniert. Wir haben sogar im Schluss, haben sogar noch ein bisschen was zum Angebot, hat eigentlich eher noch was zurück, also wir mussten gar nicht, es war günstiger geworden, wie es ursprünglich geplant wurde. Also es war auch, fand ich, sehr nett. Also das, als wir gebaut haben, war es natürlich eben, wir haben zwei Kinder gehabt, die relativ klein waren. Wir haben witzigerweise eine Wohnung gehabt, wo man von Bekannten, der nach Amerika gegangen ist und die Wohnung halten wollte, da konnte man dann rein. Wir haben unser Haus abgerissen, das war eigentlich ganz geschickt so und ja, wir haben... Das war lustig, da kam ein Lastwagen mit den ganzen Teilen und dann ist das eigentlich recht schnell gestanden. Das ging zack, zack. So. Ja. Ich glaube, in einer Woche ist der Rohbau gestanden, da kam jeden Tag... Ja, da kamen dann noch irgendwie so Metallträger, die durchs ganze Haus gehen, eben mit dieser ganzen Tragegeschichte. Die sind dann draußen auf der Straße gelegen, die habe ich dann nur kurz angestrichen und das hat eigentlich wirklich super funktioniert. Also der Ort hat dann quasi die sind, glaube ich, 12 Meter lang, diese T-Träger, hat sie gleich von der Straße ich noch gestrichen, er hat es gleich eingebaut. Das hat echt wirklich super funktioniert, auch bis hoch ins Dach, da haben wir dann... oben haben wir noch so eine Galerie, da haben wir dann gleich, habe ich noch Spanplatten besorgt, weil ich da ziemlich viel selber ausgebaut habe. Die hat er dann quasi, bevor das Dach geschlossen hat, hat er dann gleich noch den ganzen Pack genommen, hat oben im Kran reingelegt und hat dann gleich das Dach zugemacht. Also es war eigentlich, wir haben gut miteinander zusammengearbeitet, das war echt cool. Also wir haben andere Anbieter auch angeschaut, natürlich. Wir waren auch auf Messen und ich muss auch selber sagen, ich war ja von der Branche, ich habe die schon gekannt, die größeren. Da waren wir dann auch schon bewusst, dass das natürlich alles nicht so flexibel ist, dass es natürlich auch teurer ist, natürlich, weil die ein ganz anderes Marketing haben. Wir haben dann von anderen hier aus der Gegend auch noch was anbieten lassen und die waren aber allerdings auch teurer. In Summe ja, war es eigentlich das günstigste Angebot, muss ich sagen. Ich habe eigentlich schon gewusst, dass ich hier mit dem Mitarbeiter von Berthold einfach am besten hier zurechtkomme, das war mir eigentlich auch klar. Und somit war das eigentlich dann relativ schnell entschieden, denn eigentlich. Wir haben uns gut aufgehoben gefühlt. Also, ja, manchmal mit drei Kindern ist das Raumklima nicht so. Da raucht es auch manchmal. Aber so das Haus an sich ist wirklich, ist ein Holzhaus, ist ein ökologisch gebautes Haus. Also, der Gedanke daran, dass man das Haus auch relativ gut oder abbauen kann, mal, also für die Umwelt, eigentlich finde ich es echt cool. Das ist weitergedacht so und das Raumklima an sich in dem Holzhaus ist sehr angenehm. Wir haben auch, wie gesagt, viel Licht. Man lebt ziemlich hier draußen in der Natur. Wir haben auch
viel Grundstück drumherum, was das Ganze schon schön macht. Von der Energie her ist das Haus, klar gibt es jetzt natürlich schon bessere Sachen, aber damals zu dem Stand war das eigentlich ganz gut. Wir haben im ganzen Haus Fußbodenheizung, wir haben Solar auf dem Dach, wir haben eine Gasheizung und hinter uns sieht man so einen Ofen, der Warmwasser geführt ist. Das heißt, wir können im Winter mit Holz heizen, sowie mit Gas. Wir haben die Wärme vom Ofen geht eigentlich direkt in das Brauchwasser rein, in das Heizwasser rein. Also wir können heizen und duschen mit diesem Ofen. Gedämmt ist es eigentlich, mein Bruder ist Heizungsbauer, der hat ein bisschen Bedenken gehabt mit der großen Fensterfront hier, dass es vielleicht zu kalt wird im Winter, aber auch das ist wirklich angenehm, fühlt sich ja wirklich wohl. Auch hier hat sich der Architekt ein bisschen was gedacht, dass die Überdachung hier vorne von der großen Glasfront, dass die Sonne im Winter ziemlich tief direkt ins Haus reingeht und im Sommer schützt es wieder, wenn die Sonne hochsteht. Also energiemäßig ja, gibt es mit Sicherheit schon etwas Besseres, aber für den Stand damals doch ganz gut. Also wenn ich das Haus weiterempfehle, dann muss ich sagen, was mir am positivsten geblieben ist, ist einfach, aber ich bin Handwerker, dass ich einfach mit denen ganz gut kann, dass die es verstehen, was man will und nicht ihre eigene Schiene fahren und einfach das Haus verkaufen wollen, so schnell wie möglich. Also wir haben auch das Haus schon an andere weiterempfohlen, also ja, es gibt schon ein paar, die man angucken kann und die waren alle zufrieden. Ja, also man muss sagen, nach 8 Jahren haben wir immer eine gute Beziehung, also es ist wirklich toll, also er darf jederzeit kommen. Wir haben es auch damals gesagt gehabt, wenn er irgendwelche Leute hat, die interessiert sind, dann dürfen sie gerne kommen und den Raum auch einfach das Haus anschauen. Also wir haben gute Beziehung miteinander. Das hat damals gepasst, passt auch jetzt noch. Ist ein netter Typ.